Heißt TÜV auf der Kiste. Du glaubst es nicht. Guck mal, wenn du den Ampelblitz anguckst, jetzt sieht aus wie das Knipsdingsdingelor von Man in Black oder so, ne? Ladies and Gentlemen, würden Sie kurz hier hineinsehen? Captain Spock, wir haben ein Problem. Hallo, hier spricht Ihr Kapitän, das Wackeln hat nichts zu bedeuten. Ich verliere gleich meinen Auspuff, meinen Heckspoiler und mein Racing geht da. Oh, ey, oh, Oleg. Wir sind halt mitten in der ersten Probefahrt, gleichzeitig natürlich direkt zum TÜV. Besser geht es gar nicht, da kann ich direkt mal drunter gucken mit seinem lieben Ski. Vorne rechts wackelt der Reifen, das hat er vorher nicht gemacht. Jetzt sind wir nachher reingefahren, ist zu wenig Luft drin. Hundertprozentig. Alter, ich schwöre, mit so einem kleinen Lenkrad, der lenkt sich viel direkter, ne? Also... Kevin, was wird denn das Loch? Du glaubst es nicht. Das Loch geht doch einfach nicht. Hey, sitzt nicht gerade wie bei der Bibel alles. Wir kommen gerade vom TÜV zurück, ne? Und ich kann eins sagen, ne? Friede Herr im Himmel. Heißt TÜV auf der Kiste. Du glaubst es nicht. Eingetragen alles, hey, ne? Komplett und all Eintrage von früher, von 1900, alles nachgetragen in ein Gutachten, ne? Also okay, das nicht. Ich gehe heim mal der Sache noch ein bisschen auf den Grund, wie ich das Loch geschafft habe. Nicht, dass nachher den einen oder anderen Neider hier wieder in den Kommentaren alles anzweifelt, ne? Ja, ja. Dieses Gutachten ist nur gültig mit Original, Stempel und Unterschrift. Fahrzeug nicht übertragbar. Ja, wie soll ich das Ding anmelden gehen? Die ist ja auch lustig. Naja. Und nicht irgendwie TÜV des Vertrauens oder so, ne? Das hier war diesmal ein Eintragung beim TÜV Rheinland oder so, ne? Speziell Einzelabnahme, Paragraph sowieso, ne? 21. Da darf nicht jeden. Mhm. Ja, ja, ohne Mängel. Ich glaube es nicht. Das Loch geht es nicht. Also, ganz ehrlich, außer dass ich als Tuner natürlich den Ordner da trotzdem mitholen, ne? Weil da natürlich auch noch ein paar ABEs drin sind, ne? Jo, hab ich mir jetzt gedacht, ich glaube das letzte Video war, wie wir zum TÜV gefahren sind. Genau, so war's. Und ja, jetzt haben wir schon eine Woche später und ich habe das Ding angemeldet, ne? Und da hab ich mir natürlich auch gedacht, ist besser, dass wir jetzt das Video drehen, wie wir die Sitze alles beschreiben, wie wir das eingebaut haben, wenn das Ding natürlich TÜV hat. Weil es bringt ja nichts, wenn ich euch zeige, wie ich das alles einbaue und hat kein TÜV. Ne? Als allererstes, wir gehen jetzt mal hier für die Allgemeinbildung mal alles durch. Ne? Stoßstangen, Riga, bliblablub, ist kein Thema, hat APE. Ne? Kennzeichen. Habe ich mal einmal Prior Design aus Carbon mal erlassen, gefühlt. Ne? Sommerfelgen, Tieferlegung mit Eibach, bliblablub, Einzelgedöns, Kombination. Ja, ne? Wenn der Achs eh neu ist, da kannst du alles eintragen. So, auf jeden Fall. Dann ist mir natürlich ein bisschen aufgefallen. Ne? Ich will jetzt sagen, dass ich das Ding direkt sportlich gefahren bin. Ne? Mir ist aufgefallen, dass mein Reifensticker diesmal nicht mehr am Reifen geschliffen haben. Jetzt, wo die Hinterachse neu ist. Also gehe ich mal stark davon aus, dass die Schleifspuren an meinem Reifen oder vielleicht bei dem einen oder anderen auch am Auto mal sind am Reifen, wofür mal stillgelegt wird, gefühlt Schwachsinn sind. Ich weiß es nicht. Das kann ja nicht sein, dass wenn die Hinterachse neu ist, dass alles starr ist, dass nichts mehr schleift. Dann ist die Kiste ein bisschen älter und du hast dieselbe Eintragung noch und schleift ein bisschen, da gehst du stillgelegt. Das ist es, weißt du, du lässt dir da was eintragen für teuer Geld, das Auto geht älter, das schleift ein bisschen, das sind zumindest einfach Spuren am Reifen, weißt du, so. Das ist schon wieder so eine Grenzschwelle, ne? Weiß ich nicht, was den einen oder anderen dazu sagen wird, aber ist ja auch egal, das Ding hat TÜV. So, nichtsdestotrotz haben wir uns jetzt gedacht, wir gehen jetzt mal alles durch, ne? Flüssigkeiten bin ich schon durchgegangen, Bremsflüssigkeit ist noch drin, nachdem wir alles neu gemacht haben. Motoröl ist auch drin geblieben, Wasser ist auch noch drin. Was hat das Auto noch? Motor ist auch noch drin geblieben, tatsächlich. Ne? Hätte ja sein können, dass der mal auf der Autobahn einen Flattermann macht. Dann würde ich sagen, Florian, haben wir dir die Lambler geladen für die Kamera? Nee. Wie, nee? Nee. Das kann halt sein.
Wir müssen das den Leuten jetzt halt zeigen, wie ich das alles modifiziert habe im Innenraum, ne? Und das mit TÜV, ne? Und auch, das haben ein paar Leute gefragt, wie hast du das mit Eintragung gemacht und blablabla. Wir gehen das Thema jetzt einfach mal durch, ne? Wie kenne ich die Sitze und die ganze Scheiß da und, weißt du, ich weiß es nicht. Also, und wenn ich da manchmal andere YouTube-Videos so sehe, weißt du, das ist ja auch immer so ein Kfzler oder eine Meisterwerkstatt. Das ist zwar schön, dass die Kfz-Dis alles auf Fachchinesisch den Leuten auf YouTube erklären. Ist ja auch richtig so. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, wo wir auch schon ein paar Fälle in der Werkstatt haben, wo Leute aus der Community von einer anderen Werkstatt kamen und die haben Scheiße gebaut und ich habe einfach nur mal mit denen drüber geguckt. Und für die Leute, die keine Ahnung von Autos haben, ne, und die fragen sich, woran hat gelegen, dem muss man das ja auch mal erklären. So. Na, erklärt man den, Lichtmaschine ist für Strom da zuständig und dies und blablablub, warum quietscht das und dies, warum ist das? Da muss man einfach mit Allgemeinbegriffen erklären, ne? So. Und jetzt sagen, ja, das ist ein Drehstromgenerator, der produziert so und so viel Amperezahl und das wird dann umgeleitet in eine Wechselspannung und diese Wechselspannung wird dann an ein Steuergerät geleitet, das kommt mit Kondensatoren über dies und das und das und denes und dieses eine Steuergerät, die bekommt keine Kombination. Also müssen wir leider die ganze Kabelstrang neu machen für 18.000 Euro an der schönen S-Klasse und ja, das ist dann das Problem. Alter, Herr Reiter hingeht und lädt einfach neue Kabel auch hin und das Ding kostet mal gerade 12,90 €, ne? Damit hätte ich noch nicht gerechnet. Aber ist egal, das war wieder so ein Vorfall, ne? Ist egal, weißt du. Aber mein Gott, ich bin auch nur ein Mensch. Ich will den Menschen auf Kevin-Basis alles erklären, damit auch jeden da draußen ein bisschen was machen kann, ne? So, und jetzt gehen wir alles durch, ne? Also, folgendermaßen. Womit fangen wir an? Ich wollte den LED-Würfel. Jetzt bin ich wieder voll vom Thema abgeschwiffen, ne? Ah, egal. So. Alles schön und gut und hast nicht gesehen. Das ist auch immer, wenn die da irgendwie, ich gucke ja auch abends mal JP-Performance oder so, ne, oder so. Andere Leute, die so Autos friemeln. Ich finde das ja auch immer krass, wenn die so richtig viel Erfolg haben, die Leute. Mit was für Autos die da angeschossen kommen und mit wie viel Fachchinesisch, ne. Ja, hier K04 Lader und dies und das und eins kann ich euch sagen. Ich bin jetzt 5 Jahre Kfz-Di. Und ich bin immer noch der Meinung, wenn sich jemand mit dem Thema beschäftigt, dann ist das für mich auch klar, dass der sehr viel von dem Thema versteht. Nur, wenn mich jetzt irgendein Porsche-Fahrer fragt, ja Kevin, weißt du noch das 994 Modell und dies und das und jenes? Und ich habe nicht viel mit Porsche zu tun gehabt, dann tut mir leid, dann kenne ich den Unterschied auch nicht. Ne? Also das muss man auch noch im Hinterkopf behalten. Deswegen, wie gesagt, viele gehen auch dann halt, weißt du, wenn du bei Mercedes bist, bist du bei Mercedes, wenn du bei Hyundai bist, bist du bei Hyundai. Und da haben wir so ein Allgemeinbildungsding sind, sei doch nicht schlimm, ist ja jetzt auch nicht so schlimm, wenn ich nicht von allem so viel weiß. Ne? Geht auch immer noch Kfz-Dis dann wechselst du an Reifen und die wissen gar nicht, was sie da gewechselt haben, das ist noch viel schlimmer. Ne? Aber da sind wir ja gar nicht in dem Stadium. So. Wo war ich dran? Nicht die Reife wechseln, genau. Da ich natürlich meine Werkstattlampe benutze, muss ich natürlich wieder eine Sonnenbrille anziehen. Da geht er jetzt einmal los mit der Eintragung. Ich habe einen Helm angezogen, weil ein TÜV-Prüfer auch gesagt hat, Straßenverkehr, Käfig, Punkt 1 ist eigentlich scheiße. Ne? So, man könnte schon mal dumm Rummel stoßen. Als allererstes, wir gehen mit der Eintragung einmal durch. Ne? Ja, ihr habt ein Auto mit Airbag E36 oder Mercedes, hey, ihr wollt Airbags rausholen. So, wie fange ich damit überhaupt an? Als allererstes macht ihr euch mal schlau. Wo ist der komische Fahrzeugschein, Florian? Wo ist denn? Ey, den hat er mal noch letztens gehabt. Ey, wo ist aber der Fahrzeugschein? Da steht alles drin, ne? Ja, nicht reingeschmissen. Ja, hier ist aber nichts drin. Ja, dann hol er erstmal den Fahrzeugschein, das ist wichtig, ne? Und wenn ich eins kann, Leute, dann ist es für doofe erklären, ne? So, also, Sportsitze müsst ihr nicht drin haben, wenn ihr Airbags austragen wollt. Das ist schon mal Punkt 1. Warum habe ich Sportsitze drin? Nicht, weil ich Influencer bin und das Ding sieht gut aus. Nee, ich bin ja auch kein Influencer. Ich bin ja immer noch mal jeden Tag am Arbeiten. Ne? Aber folgendermaßen. Als allererstes ist es immer mal wichtig, ihr fangt mit den Gurten an. Die Gurten müssen euch im Sitz halten. So, da fängt an mit 3-Punkt Hosenträgergurt. Ihr könnt da 4-Punkt, 5-Punkt Gurte holen, kein Thema. Wichtig ist, die Gurte müssen eine E-Zulassung haben. Und meistens müsst ihr die Dinger noch nicht einmal kaufen. Ihr guckt dann einfach über diese KBA-Nummer von diesem Gurt im Internet nach, ob euer Fahrzeug da drin steht. Bei Schrot, das waren die älteren Gurte, die damals auch öfter verbaut worden sind, auch E36 und der ganze Kram, habe ich mir natürlich gedacht, passt doch alles, hol mal Schrotgurte. Ich hätte jetzt auch irgendeinen neuen Scheiß holen können, kein Thema. Im Gutachten steht drin,
dass der Mercedes mit Schrotgurten nur zulässig ist, und jetzt kommt es, nur zulässig mit Zubehörsitzen. Weil die damals bei Schrot die originalen Mercedes-Sitze einfach den Prüfungsvoraussetzungen nicht standgehalten haben. Ne, was weiß ich, du hast dann Schrotgurte mit originalen Mercedes-Sitzen, du baust einen Unfall und dann bricht da auf einmal das Genick oder was. So, Fakt ist auf jeden Fall gut. Das heißt, Schrotgurte mit Airbags raus, das funktioniert nicht, wenn ich ein originales Sitz drin habe. Ne? So, bei E36 oder so kann das, oder Honda Civic, keine Ahnung, müsst ihr am Gutachten lesen. Wenn das natürlich der Fall ist, dass der Sitz mit den Gurten eingetragen werden kann, alles easy peasy, könnt ihr die Sitze drin lassen, macht euch die Gurte rein, fertig. Auch Golf 4 und so ist dabei. So, dann habt ihr wenigstens schon mal was, was euch im Sitz hält. So, und wenn ihr schon mal schön verbunkert im Sitz seid, dann fängt es an. Ihr wollt ein Rennlenkrad haben, deswegen natürlich auch die Airbags raus. Ne? Die Dinger, die sind halt einfach geil. Also das ist ja einfach, ne, guck mal da, ne? Formula Racing und so. Ja, nicht wundern, ich habe 370 Euro Gebrauch für das Ding bezahlt. Ne? So. Und die meisten wollen natürlich die Airbags raus haben wegen den Rennlenkrädern. So, dann fangen wir mal an jetzt hier zum Thema Lenkrad. Also, kann man das Lenkrad mit dem Airbag schon mal ausbauen, die originalen Gurtschnalle ausbauen, hier den Airbag rausholen, kein Thema. So, und dann fangt ihr an für euer Fahrzeug spezifisch, meistens Momo, eine Lenkradnarbe zu bestellen. Da an der Seite sieht man sie. Genau. Und da kommt es jetzt auch. Ja, wie kann das denn sein? Eine Lenkradnarbe vom Momo und so, da ist extra ein Widerstand dabei, damit das Airbag-Lämmchen nicht angeht. Ja, da kriege ich aber auch so TÜV dann drauf. Zum Beispiel mit einem geschüsselten Lenkrad. Gibt es auch wieder einen Unterschied. Ihr könnt nicht eine Narbe kaufen und da ein geschüsseltes Lenkrad drauf machen, irgendein ein Rennlenkrad oder sonstiges. Es fängt nämlich an, dass nicht die Narbe mit dem Lenkrad eingetragen wird, sondern das Lenkrad mit der Narbe. So, das heißt, ihr braucht als allererstes mal ein Lenkrad mit einer KBA. Müsst ihr euch eins raussuchen. Und jetzt ist es so, steht in diesem KBA-Gutachten. KBA sagt euch schon mal, okay, das Lenkrad wird im Straßenverkehr zulässig gefahren, ist schon mal gut. Das Lenkrad da ist von Momo. Dementsprechend Momo-Narbe, Verschraubung passt, alles easy. War aber bei mir auch so, KBA in dem Gutachten stand kein Mercedes drin. Heißt, ihr kauft euch dieses Lenkrad da, in den Gutachten steht kein BMW drin, ihr habt aber vom Momo eine Narbe, wo BMW passt. Ist es auch wieder so, macht euch da nicht viel Gedanken, macht euch keinen Kopf drum. Kauft das Lenkrad mit KBA, kein Problem, es ist schon mal straßenzulässig. So, weil dieses Lenkrad wird eh mit der Narbe in Kombination eingetragen. Und viele geschüsselte Lenkräder, das haben wir hier auch zu sehen. Da fängt der Unterschied an, weil, wie gesagt, wir wollen auch Straßenzulassung mit dem Ding haben. Wir wollen keine Rennzulassung oder irgendein Zwischendurchding haben. Hier, da haben wir schön auch eine billigste Sparco, jeden kennt sie. Aber hier sieht man den Unterschied, geschüsseltes Lenkrad. Sieht man daran, diesen Winkel hier, ne? Wie schön er da reingeht und so. Ne? So wie ein Subwoofer. Ja, so ungefähr. Ne? So wie ein Subwoofer sieht das Ding aus, geschüsselt, obliblablub. So, die haben nämlich schon mal keine KBA-Straßenzulassung. Fängt natürlich auch an, 150 Euro dieses Lenkrad. Mein Lenkrad 370 Euro gebraucht. Da merkt man schon, oh, oh, alles was TÜV hat, teuer. So, gut, nichtsdestotrotz, der kleine Kevin wollte natürlich nicht, wenn er nochmal Gewichtsprobleme kriegt, hat ein Airbag ganz ins wunde Panz reinschlägt. Das heißt, ihr guckt, dass das Lenkrad KBA hat, dann seht ihr auch schon, wenn die Lenkräder KBA haben. Ihr gebt den eBayer ein, Lenkrad mit KBA, Straßenzulassung. Da kommt Sparco, Momo und bliblablub. Und dann seht ihr allein schon von den Preisen, okay, das hat TÜV und nicht. Dann sucht euch erstmal Lenkrad aus, was schön aussieht für das Auto, so was KBA hat. Und wenn das der Fall ist, dann guckt auf den Hersteller. Bei mir war es Momo, also habe ich auch eine Momo-Narbe für mein Auto geholt. Es hätte natürlich jetzt auch eine Narbe sein können. Das erkläre ich euch auch gleich mit den Sitzen. Da geht ihr meistens vom Fahrzeugspezifischen auf eine relativ universale Halterung. Ne? So, das sind in dem Falle hier diese 8 Schrauben oder was das sind, ne? Mit dem Lochkreis und genau, da kann man dann einmal die Mercedes-Momo-Narbe mit zwei verschiedenen Lochkreisen kaufen. Das heißt, die Narbe, die hat schon die zwei in den Bohrungen drin. Dahinter sind noch andere Bohrungen. Dazu relativ fast jedes Lenkrad drauf passt. Also da ist es so, dass vom Fahrzeugspezifischen jeden Hersteller einfach geguckt hat, okay, da passt fast jedes Lenkrad drauf. Aber egal. So, dann fängt es auch noch an. Ich kann jetzt nicht, Mercedes hat original ein relativ großes Lenkrad. Ich kann jetzt nicht
So ein Mini-Lenkrad, gefüllt vom Bobby-Car, kann ich jetzt nicht bei mir in eine Mercedes einbauen. Und vor allen Dingen, wenn ihr dick Schlappen vorn drauf habt, desto breiter die Reifen werden, auch wenn ihr Servo unterstützt seid, desto schwerer lässt es sich lenken. Logischerweise. Gut, beim elektronischen Lenkgetriebe sind wir noch dahingestellt. Aber da ist jetzt ein 32er Lenkrad, Mercedes hat glaube ich original 38 oder so, gibt Durchmesser, aber ich dürfte da jetzt nicht ultra klein gehen. Ne? Also soll schon so normale Größe haben oder sonstiges. Denn wichtig, der TÜV-Prüfer fährt mit dem Auto. Und desto kleiner das Lenkrad ist und der Radius, desto schwerer lässt sich auch lenken. Und wenn der TÜV-Prüfer sagt, das läuft mir zu schwer, dann kannst du entweder andere Reifen drauf machen oder du kaufst da größeres Lenkrad. So, das ist nämlich auch schon scheiße. Lenkrad mit KBA gekauft, Momo-Nabe für Mercedes, passend für verschiedene Lenkräder, draufgeschraubt, steht im Gutachten in Kombination drin. Ne? So, und denk dran, Momo verkauft die Naben. Viele Hersteller, gerade im Tuning-Bereich, die verkaufen die Teile weltweit. Also ihr braucht nicht zu denken, da ist jetzt ein Airbag-Widerstand dabei. Geil, da kann ich ja den Widerstand in meinen Airbag-Stecker reinmachen. Bau die Nabe drauf, baue mir ein Rennlenkrad und ich fahre jetzt durch die Gegend damit. Das Ding hat ja KBA. Und wenn eine Polizei kommt, sage ich, ja, nee, ich darf das Rennlenkrad fahren, weil das Lämmchen ist ja aus. Das funktioniert nicht, das könnt ihr vergessen. Das funktioniert nicht. So. In Schweden, in Frankreich, das ist alles kein Problem. In Frankreich ist es zum Beispiel so, ihr könnt das Auto umbauen, wie ihr lustig seid. Es muss nur einigermaßen passen. Und da fängt ihr dann an. Da kannst du dann sagen, okay, ich baue das Lenkrad laut drauf, es hat ein Teilegutachten, ich baue die Nabe laut drauf, ich mache den Sensor laut drin, den Beifahrer-Airbag bleibt drin, fertig. Zum Beispiel in Frankreich. So, ist auch egal. Also wir Deutschen, wir haben eh ein bisschen schwerer am Leben, aber da ist es dann halt so. Also lasst euch da von den Geschichten nicht ablenken, nur weil da ein Airbag-Sensor dabei ist, dann brauche ich da nichts zu machen. So, gut, also Lenkrad kaufen mit KBA, Nabe vom Momo draufklatschen, perfekt. So, dadurch, dass ihr dann die Airbags rausholt und hier auch die Gurtanschnaller rausholt, ist jetzt egal, ob Rennsitz oder originalen Sitz, kauft ihr euch die Schrotgurte oder irgendwelche Gurte mit Straßenzulassung. Und im Endeffekt, Lenkrad 370, Nabe 80 Euro. Umbauen tut er wahrscheinlich selber oder lastet normal vom Kollege, der Kfz ist. Wenn er jetzt noch die originalen Sitze fahren dürft, laut Schrotgurten, was kostet so eine Eintragung? Eintragung kostet, glaube ich, 200 oder 300 Euro Einzelabnahme oder so. Ja, dann sind die Airbags draußen, dann ist das Lenkrad draußen, dann wird es im Sitz gehalten, ist alles eingetragen, kann kein meckern. So. Und jetzt kommen wir noch zu dem Punkt, warum ich dann die Rennsitze hier drin habe. Ne? Also, wie gesagt, in meinem Gutachten von den Schrotgurten darf ich die originale Sitze nicht fahren. Festigkeitsgutachten nicht bestanden, logisch. Viele sagen, ja, kauf doch die FK-Sitze, die sind am günstigsten und blablabla. Das Erste, was du machst, wenn du bei eBay FK-Sitze eingibst, universal für jedes Auto, nicht für Straßenzulassung und, und. Okay, ich schon mal gedacht, scheiße, gut, günstige Sitze kannst du schon mal vergessen. Dann Sparco, 3000 Euro, gut, hat nicht jeden, wollte ich jetzt auch nicht ehrlich gesagt dafür ausgeben, passt schon mal nicht rein. Dann habe ich jetzt, durch Zufall, die von König gefunden. Kann natürlich sein, wenn du Golf 4 eingibst, dass da noch andere Marken kommen. Wichtig ist bei den Sitzen, das siehst du auch schon direkt am Preis. Ich denke mal, so ein normaler Sitz mit Straßenzuleistung fängt schon so einigermaßen ab 600, 700 Euro an oder so. Ne? Also das darf man auch nicht vergessen. Aber im Endeffekt, auch bei den Sitzen, also ich kam dann so auf die Marke König, ne? So König, Mercedes und so, die haben da früher auch mal was mit Sitzen gemacht. Auf jeden Fall habe ich mir dann halt gedacht, wurden bei mir Königssitze angezeigt. Da habe ich mir gedacht, zwei Stück, 1500 Euro, ist auf jeden Fall im Gegensatz zu richtig teuren Marken schon mal ganz in Ordnung. So, sehen auch gut aus, gibt in verschiedenen Varianten, Farben, bliblablub. Ich mache jetzt auch keine Produktplatzierung, weil außer FK, König, Sparco und so wurde mir jetzt nicht viel angezeigt. Auf jeden Fall, wichtig ist zum Thema Sitze, da fängt es an. Sie müssen ein E-Prüfzeichen haben oder eine KBA. Und da fällt FK schon mal bei vielen Sitzen, die man so günstig im Internet sieht, raus. Die Sitze hier von König, die haben auch eine KBA, aber haben keine Straßenzulassung, solange das Ding nicht eingetragen ist. Auch nochmal beachten. Das heißt, auch hier wie beim Lenkrad, ihr könnt nicht einfach die Sitzlorin knallen, ey, das Ding hat KBA, ich fahre das jetzt.
So. Und warum haben die keine Straßenzulassung trotz KBA? Weil du für jedes Auto Sitzschienen brauchst. Füll mal dahin, Florian, ganz unten hin. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Und am Sitz haben wir jetzt noch nicht richtig sauber gemacht. Da sieht man die Sitzkonsolen. Deswegen, jeden Sitz, den ihr da kauft, ich weiß nicht, wie krass das bei Sparco so ist, aber ich denke mal überall, ist egal. Auf jeden Fall, ihr braucht zu den passenden Sitzen die passenden Laufschienen und das muss in Kombination eingetragen werden. Und zum Thema Laufschienen kommt es dann auch wieder, es gibt welche, oh, da baue ich mal einfach meine Originalen selber um. Könntet ihr machen, wenn es die Originalen sind, könnt ihr sie umbauen, müsst ein TÜV-Prüfer gucken, ob das da ordentlich ist oder nicht. Aber einfach welche selber bauen, gerade im Jahre 2024, funktioniert auch nicht richtig, weil ihr braucht Materialgutachten, Festigkeitsgutachten und, ne? So. Also, ich eingegeben Sitzkonsolen für W202. Und da kamen Sitzkonsolen Vishas. Sitzkonsolen Vishas ist eine Marke, die haben halt für viele Autos Sitzkonsolen hergestellt. Und dann geht ihr dahin, da kostet dann halt eine Sitzkonsole 150 Euro. Ne? Ihr braucht zwei Stück, Beifahrer und Fahrer. Sitzkonsole ist halt vom Fahrzeugspezifischen, wie beim Lenkrad, vom Fahrzeugspezifischen ist die Sitzkonsole und geht auf so eine universelle Größe. Universelle Größe davon die Breite der Sitzkonsole mit der Verschraubung für den Sitz. Und da fängt es an. Gibt Sitze, ihr kauft jetzt von Sparco Größe L. Die haben eine Breite an Laufschienen von 305 und es gibt wahrscheinlich die XL-Sitze von Sparco oder so, die haben eine Breite von Laufschienen von 405. Die sind laut Hersteller einigermaßen genormt, das heißt bei Sparco gibt es 305, 405, bei FK gibt es 405, bei König hier gibt es 300 und 405, so. Das heißt gegoogelt, zack, bumm, Sitzkonsolen, Vishas, alles klar, Vishas ist eine gute Marke, das Festigkeitsgutachten für den TÜV ist dabei, alles klar, kein Thema. Also meine Königssitze, die KBA haben, welche Größe hole ich denn dafür? Ich ganz normal in der Bestellung hinten geguckt und dann stand da von der Verschraubung links von der Laufschiene zur rechten 405 mm. Also Vishas Laufschienen 405 mm in den Warenkorb gemacht, 300 Euro die Laufschienen, 1500 Euro die Sitze und dann habt ihr auf jeden Fall schon mal die Sitze mit Laufschienen und die beiden Dinger können in Kombination für euer Fahrzeug eingetragen werden. Und gerade ein TÜV-Prüfer ist es halt schon wichtig, wenn am besten auch die Laufschienen und so, da nichts selber gemacht ist mit irgendwie Festigkeitsgutachten oder so, selber geschweißt. Es gibt Metallbaufirmen, die fertigen das dann an, ist alles kein Problem, aber gut, dann legst du auch kein 300 Euro da auf den Tisch, sondern mehr. Ne? So, aber ich rede ja immer so für die Allgemeinheit, wenn da wirklich nur einer Bock hat, heute im Jahre 2024, sich ein bisschen was auf Seite gespart hat, ein bisschen was umzubauen. Ne? Wie gesagt, Airbags mit Bescheinigung rausbauen, ja, und dann bezahlt er noch viereckig Geld auf den TÜV. Wir haben jetzt mit TÜV mit allem Pipapo 470 Euro alles bezahlt. Käfig hat man letztes Jahr schon eintragen lassen. Ja. Käfig, ne, wisst ihr ja, 1200 Euro bei Pleie. Ja. Und so sind wir jetzt up to date. Das heißt, der Innenraum ist für mich fertig. Wir haben aus dem Schlachter noch hier die Mittelarmlehne wieder reingebaut und generell das ganze Armaturenbrett. Hat alles soweit gepasst. Das heißt, Auto ist jetzt soweit wie es geht fertig. Es sind noch ein paar Spuren, ist auch schon dran. Ne? Also ist aber egal, weil, weißt du, das ist rot, die Form passt, das ist in Ordnung. Da muss ich mal irgendwann im Sommer bei meinem Lenkrad vorbeischauen oder so. Ne? Herrlich. So, jetzt fahren wir erstmal zur Waschstraße, würde ich sagen. Ne? Ich will ja nicht sagen, wir mit dem ganzen Lackstaub zum TÜV gefahren sind. Aber der hat schon glatt gedacht, wir hätten auf dem Auto High BTM konsumiert. Ich kann euch sagen. Sag mal, müssen die Ampeln eigentlich mittlerweile alle immer so lang dauern? Ich glaube, wir müssen mal oldschool halt wieder mal Knetstreifen in den Asphalt machen, weißt du das? Da bin ich auf jeden Fall der Erste, der immer drauf fährt. Oh. Boah, soundtechnisch, ne? Also, egal ob mit kaputtem Cut oder wie jetzt mit einem neuen Cut, soundtechnisch hat sich nichts verändert, muss ich ehrlich sagen. Also, wenn ich auf den Pinsel drücke, dann ist das Ding immer noch laut wie Brabus. Es ist halt noch die Deutsche Post. Oh nee. Oh nee. Ah, ist immer herrlich, halt durch die Paulinstraße zu fahren, ne? Ja, ja.
könntest du glatt denken, du wärst in Frankreich. Man merkt, dass der Sommer kommt, ne? Die Leute, die haben doch tatsächlich trotz Krise alle Lachen im Gesicht. Der Lo hat ein Lache-Miley, der Lo hat ein Lache-Miley, der Lo hin hat ein Lache-Miley. Ja, ja. Sicher sieht das Auto krass aus. Der Fahrer aber nicht. Hä? Der Fahrer aber nicht. Ja, der Beifahrer ist recht nett. Soll ich mal Gas geben? Die feiern das Auto. Ja, ja, da könnte man glatt denken, ich kriege schon wieder eine Anzeige wegen Lärmbelästigung. Hä? Aber soll ich euch mal sagen? Strahlen und Lächeln von Jugendlichen, die noch kein Auto haben, das bedeutet mir irgendwie mehr, weißt du das? Das war ja früher bei mir auch so. Weißt du, was ich mich als kleines Kind mit dem Lutscher gefreut hat an der Ampel, wo er um einen auf das Gaspedal gedrückt hat? Ey, ich habe gedacht, ey, ich wäre bei der Formel 1 dahin. Und das mitten auf da zu meiner. Und wir fahren sie schon über die Gehweg Velo, ne? Ja, also für die ganz Deutschen, die uns mittlerweile abonniert haben, Velo ist das französische Wort für Fahrrad, ne? Und da Trier ja so ein bisschen in dem luxemburgischen französischen Ecken heiligt, sind natürlich auch viele alphabetische Buchstaben gekoppelt, würde ich mal sagen, ne? Da hatten sie doch glatt noch die Vokale vergessen. Ah, herrlich, da sind wir wieder mitten in der Innenstadt. Ich sag euch, die erste Stadtkontrollfahrt, die wird schon ganz toll, ne? Weißt du das? Die Leute sehen direkt wieder die Benzo wissen, ah, ja, das ist schon wieder modifiziert, oder das wird auch der ein oder andere Officer sagen, ne? Meinst du, wie lange brauchen wir, bis wir angehalten werden? 5 Minuten. Aber es steht alles in 5 Minuten geschrieben im Fahrzeugschein, ne? Ich will ja auch nicht immer sagen, dass ich oft diese Runde hier fahre, ne? Aus geschäftstechnischen Gründen. Also das ist jetzt nicht so, als ob ich hier unnötig hin und her fahre, ne? Aber ich weiß genau, wann ich Gas geben muss, aber nicht, ne? Ich habe alles studiert. Die Akustik der Häuser, die Akustik der motortechnischen Drehzahlen, wann der Motor laut wird, wann nicht und wie, wo, was und hast nicht gesehen. Moin. Ich sag ja, da ist der glatte Mercedes auf der Straße, da geht schon wieder gut los. Hey, da sind die Leute wieder alle motiviert. So soll das sein. Herrlich. Und vor uns ist natürlich wieder irgendein wirtschaftlichen Vertreter mit dem dicken Mercedes. Ne? Den können wir auch nicht filmen. Ne, den können wir nicht filmen, sonst haben wir wahrscheinlich danach unsere Kamera viereckig in den Briefen. Hör auf. Aber die muss es ja auch geben, ne? Boah, heißen Hubbel, ne? Als ob die das vor der Schule extra gemacht hätten. Anstatt so Schikanen hinbauen, dann machen sie einfach heiße Hubbeln in der Straße. Dann machen sie den Teer kaputt. Ich habe gedacht, Deutschland baut und nicht reißt ab. Ja, ja, oh shit. Hätte ich da jetzt Gas gegeben, dann hätten wir schon wieder ein Blitzerbild bekommen. Das wäre aber diesmal Punkt gewesen oder so, ne? Die Säulenleute, die haben schon ein bisschen mehr Strafverfahren intus. Das geht da nicht. Kaum rede ich über die Straßen, da steht hier eindeutig noch Rheinland-Pfalz, Struktur- und Genehmigungsdirektion. Oleg. Wir haben ja immer Zufälle auf YouTube, ne? Da könnt ihr auch mal die Scheibe runtermachen und fragen, was mit mir los ist. Hey, die ganzen Straßen müssen mal neu gemacht gehen. Guck mal, wenn du den Ampelblitzer anguckst, jetzt sieht aus wie das Knipsdingsding von Man in Black oder so, ne? Ladies and Gentlemen, würden Sie kurz hier hineinsehen? Ja, ja. Irgendwann stehen die an der Straßenzeit. Knips. Ach, die machen Gewässer. Ha! Ja, ja. Sauberes Wasser für Rheinland-Pfalz. Ja, dann machen wir ein bisschen Chlor und Wasser und dann ist das Ding sterilisiert, ne? Captain Spock, wir haben ein Problem. Hallo, hier spricht Ihr Kapitän. Das Wackeln hat nichts zu bedeuten. Ich verliere gleich meinen Auspuff, meinen Heckspoiler und mein Racing geht da. Oh, ey, oh, Oleg. Oh. Kriegst du die Kamera noch gerade gehalten? Ich glaube, die Zuschauer, ey, den hier Fernsehen, die denken gleich, das Ding kommt von der Wandhalterung. Oh, Oleg. Oh. Oh. Oleg. Oh, Oleg. Wir fahren jeden Tag Busse durch, ne? Ja, ja. Also kein Wunder, der SWT mehr Busse am Reparieren ist wie am Fahren. Können glatten Anzeigen Hauptmeister noch stehen, ne? Mit dem Velo wie bestellt nicht abgeholt. Aber es halt geil ist, wenn wir frei haben, kann ich sie trotzdem überholen.
Es gibt eine Anzeige. Ich würde sagen, wir fahren jetzt Auto waschen. Und dann ist das Ding fertig für übermorgen Karfreitag. Das Teil war stramm Stückchen, ne? Alles so schnell fertig zu machen, aber egal. Wir sind da.